HR2 Kultur. Mikado. Mit Ulrike Schneiberg und mit Rita Gross-Reuken. Derzeit sind die fragilen Schalen der Künstlerin im Frankfurter Museum für angewandte Kunst zu sehen. Hauchzarte silberne und goldene Behältnisse in raumgreifenden Installationen. Wunderschön. Wie sich Physik und Metaphysik in den Arbeiten der Künstlerin verbinden, darum geht's gleich nach den französischen Klavierschwestern Katja und Mariella Labeck mit George Gershwins Hundespaziergang für zwei Klaviere, Walking the Dog. Mein Mikado-Gast ist die Künstlerin, Naturphilosophin und Forscherin Rita Gross-Reuken, deren Arbeiten derzeit im Frankfurter Museum für angewandte Kunst ausgestellt sind. Guten Tag, Frau Gross-Reuken. Ich begrüße Sie. Noch bis zum 13. September werden zwei Stockwerke des Museums in blendendes Weiß getaucht bleiben, inklusive der Fußböden, sodass gar nichts ablenkt von den fragilen Schalen aus Silber und Gold, die Sie in raumgreifenden Installationen dort präsentieren. Zum Essen und Trinken dienen diese Schalen nicht. Sie sind also nach herkömmlichen Vorstellungen zwecklos? So ist es. Zwecklos im Sinne der Schwere und sinngefüllt im Sinne transmaterieller Substanzen. Das klingt jetzt schon sehr philosophisch. Sie als Goldschmiedekünstlerin haben sich ja sehr mit dem Material auseinandergesetzt. So ist es, Sie ja. arbeiten ausschließlich mit Gold und Silber, keine anderen Materialien kommen vor. Wie kann man sich vorstellen, wie Sie daran arbeiten, ganz praktisch? Ich arbeite also am Beginn mit sehr schweren Gesenken. Und um gewaltig oder machtvoll darauf einwirken zu können, ich muss erst mal einen, wenn Sie so wollen, einen Lichtzellhaufen, den muss ich erstmal auseinanderstäuben. Das heißt, Sie hämmern Goldbarren? Wenn Sie so wollen, ja. Und sobald diese primäre Treibarbeit so weit sich auslöst, will ich fast sagen, dann setzen Sie feinere Mittel ein, feinere Hämmer. Und es ist wie die Pfeifen an der Orgel. Es wird immer leichter, immer leichter. Und Sie selbst denken dann gar nicht mehr an die einzelnen Instrumente, die Sie einsetzen. Es ist wie der Maler, der verschiedene Paletten hat, verschiedene Pinselbreiten und so weiter. Also Sie denken nicht mehr an die Instrumente natürlich, die Sie einsetzen, sondern haben visuell diese ständige Response. In der Antwort darauf. Dieses Gegenüber. Und das jetzt sehr, sehr bald. Die Bewegung ein und die Bewegung, die wird immer feiner. Die Frequenzen werden immer, immer feiner und deswegen habe ich auch den Begriff des Klangmodellierens gewählt, denn es ist tatsächlich nur noch ein Antworten auf den Klang, der aufgrund der Einwirkungen meiner Instrumente sich ergibt. Und Sie dürfen nicht eine Sekunde Unaufmerksamkeit sich erlauben, das Werk würde zusammenbrechen. Es baut sich auf Schlag und ist bei einem Unglück, zum Beispiel einer Verkantung, wir können nicht nachschweißen. Ich kann mir keinen mechanischen Eingriff erlauben. Es ist ein integraler Körper, wie gesagt, von der Anhäufung eines Zellhaufens bis zur Ausdehnung aller seiner Möglichkeiten. Es wird alles ausgespielt, was in der Natur des Goldes, und zwar des reinen Goldes, gelegen ist. Und dank einer Hightech, die eine deutsche Firma, die Firma Niesing, patentiert hat, ich habe das Anfang der 80er Jahre als Lizenz zur Verfügung gestellt bekommen, als einzige Künstlerin der Welt im Übrigen. Und diese Hightech beruft sich auf den Fakt, dass ich damit in Feingold-Stabilisatoren hineinbekomme, ohne dass diese Stabilisatoren sich mit dem Feingold im geringsten verbinden. Es entspricht also einer Art Skelettbildung, wie unser Schulterring oder unser Beckenring. Daran kann sich die Wirbelsäule aufhängen. Und so ist es auch in diesen Goldkörpern. Die Ringe, die sind in dem ursprünglichen Zellhaufen mit implantiert als Hightech. Und sie wachsen mit, ich forme sie mit. Und damit bekomme ich dann Ergebnisse, die noch nie in der Kunstgeschichte mit reinem Gold möglich waren. Sie können also ins Dreidimensionale vorstoßen, also in die Plastik mit reinem Gold in membranartigen Ausläufen, die am Schluss sich ergeben. Und gleichzeitig haben sie in dieser Skulptur die Bewegung.
der größte Goldkörper, den ich produzierte im Sinne von produziere. Diesen habe ich zwischen 1987 und 90 produziert. Das ist tatsächlich dieses Gefäß, das die gesamte Armstrecke nötig hatte, um überhaupt in die Realisation zu kommen. Und selbst das genügte nicht. Ich hatte meine Beine einzusetzen. Ich arbeitete über 1,5 Jahre auf einem Bein, jeweils in 45 Minuten. Alternativ entweder das linke war erhöht oder das rechte war erhöht, um den Körper als Art Baugerüst oder Echafaudage einzusetzen. Der dann dieses Gefäß hält. Und zwar konnte das nicht mal mehr rund erscheinen, sondern schiff- oder hülsenartig, so groß dimensional war es. Es geht also in Ihren Gefäßen, könnte man sagen, um Innen-, um Außenraum, um Membran und Hülle. Ja. Und ob es nun die Schmuckobjekte sind, zarte Blätterkränze oder eben diese Schalen, über die wir gesprochen haben, alles ist aus diesem wirklich hauchdünnen Silber oder Gold von Ihnen bearbeitet. Warum zusätzlich noch die Reduktion durch die Nichtfarbe Weiß, in der alles gezeigt wird? Weiß beinhaltet alle Farben und vielleicht haben Sie beobachtet bei Ihrem Besuch, dass ich sogar Weiß noch überhöhe, indem ich in das Weiß Weißprojektionen, Texte hineinwerfe. Also selbst die Farbe Weiß ist steigerbar in ihren Nuancen bis hinein in das Unsichtbare, wenn also die Fähigkeiten unseres Auges nicht mehr mitmachen. Ich nutze diese Tatsache natürlich idealerweise in dem Richard-Meyer-Bau. Und somit haben wir ein Spiel von den 4 Tageszeiten, Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, der sich in den Innenräumen spiegelt und auch eine Antwort der Werker mit den Außenräumen somit passieren können. Und das erleben Sie dann als Besucher. Ein lichtdurchfluteter Bau, dieser Richard-Meyer-Bau. So ist es, ja. Das Museum für angewandte Kunst hier in Frankfurt. Also praktisch die perfekte Außenhülle für das, was Sie innen zeigen. So ist es. Rays of Light, also Strahlen des Lichts, so heißt ja Ihre Ausstellung. Geht es Ihnen vor allem um das, was Sie uns gerade erklärt haben, Ihre physikalischen Erfahrungen mit dem Material Gold, oder wollen Sie den Betrachtern Ihrer Kunstwerke auch mystische Erfahrungen ermöglichen? Primär nicht. Primär ging es mir doch um dieses große Anliegen, fähig zu werden, diese Vision, die ich in mir trage, das sind innere Bilder, dieses innere Bild oder das innere Schauen, das nun in den Stoff zu setzen. Und wenn wir dann dies so erleben, dass es Mystik ist, mag das vielleicht von der Sprachlosigkeit zeugen, Begriffen, die nicht mehr mess- und wägbar sind und raumbegrenzend sind, da stehen wir natürlich dann vor einem gewissen Raum, den wir gerne als Mystik bezeichnen. Ich nenne es lieber das Erfassen einer Realität vor unserer Realität. Also Weiß, Silber, Gold. Ja. Das ist vor allem der Eindruck, der einen ja fast tatsächlich in eine andere Welt hebt, wenn man in diesen 2 Stockwerken umherspaziert im Frankfurter Museum für angewandte Kunst. Nur 2-mal gibt es da Rot. Und das ist so sparsam eingesetzt, dass es einen tatsächlich echt trifft, wenn man dann auf das Rot trifft. Rot als Farbe von Blut steht ja symbolisch sowohl für Schmerz und Krieg als auch für Liebe. Sehen wir es lieber als Farbe der Liebe. Ich glaube, wir haben Schmerz und Krieg bald überwunden. Es macht unsere Welt im Chaos aus. Und ich glaube, es ist besser, wir bewegen uns in den Feldern, die uns alle gemeinsam tragen. Und ich glaube, ja, wir gehen zu der Farbe Rot im Sinne von Geistträgerschaft, in die impliziert ist, ganz zentral, die Liebe und das Licht. Rita Grosse-Reuken, nach dem Staatsexamen in Kunsterziehung haben Sie Ihr Studium für Goldschmiedekunst an der Akademie in München in den 70er Jahren absolviert. Dann gab es aber auch noch eine lange Phase in Frankreich, in der Sie auch studiert haben. Welche Lehrer, welche Einflüsse haben Sie geprägt, sodass das entstand durch Sie und von Ihnen, was wir heute zu sehen bekommen? Geprägt hat mich sicher nicht der Fachbereich, den Sie ansprechen, sondern bestimmt haben mich im Prinzip nach meinem Studium der Literatur Silben oder Töne, die wir in den Worten I im Wort Silber und dem Vokal O im Wort
Gold erfahren. Das waren also tonale Phänomene, die mich wie ein Blitz getroffen haben und im Prinzip determiniert haben. Und die waren nun zufällig in dem Bereich der Gold- und Silberschmiede angesiedelt, und zwar konkret. Insofern bin ich zuerst konkret in diese Klassengemeinschaft der Kunstauseinandersetzung getreten. Aber ich bin sofort wieder in die größere Professorenschaft rübergetreten und habe mir dort ganz entscheidende Impulse geholt über den Maler Gunther Futrunk oder dem Regionsphilosophen, der damals Präsident unserer Hochschule war, dem Professor Alois Görgen. Das waren doch Gewichte, die ich spürte, die sehr stark dieses Donnerwetter, das in mir selber lag, dem antworten konnten. Also es waren nicht die Bereiche Gold- und Silberschmiede, die mich anzogen, sondern tatsächlich in diesem Bereich war es das I im Silber und das O im Gold. Ganz schlicht und groß. Ja, und schwer nachvollziehbar. Da schwer muss man sich erst mal so reindenken. Ja, das kann ich verstehen. Aber wenn Sie es ganz natürlich nehmen, kann man es auch nachvollziehen. Jetzt kann man erstmal Ihre Werkschau sehen im Frankfurter Museum für angewandte Kunst, noch bis zum 13. September. Rays of Light, Werke von Rita Grosse-Reuken. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch. Dankeschön.